Und ich werde es mal dann riechen. Und das ist jetzt zur Hand, oder was? Na, glotzeblöd, hä? Ja, da guck ich dumm. Das ist der eingefrorene Hanf, den wir letztens eingefroren haben. Und es ist ja die Frage, kann man Hanf einfrieren oder nicht? Übrigens, erstmal herzlich willkommen zu Folge 3 von 3. Der Büffel kocht Spezial. Wir sind immer noch beim Thema Hanf. Ja. Und haben uns die Frage gestellt, ob man Hanf nicht nur trocknen kann, sondern auch einfrieren kann. Ja. Wir haben ihn eingefroren und jetzt holen wir ihn mal raus. Hast du das so beschissen eingepackt oder war ich das? Natürlich war ich das. Ja, wer sonst, ne? Das ist Mobbing, ne? Jetzt schaut euch das einmal an. Schaut einmal. Sogar die grüne Farbe, das Chlorophyll sozusagen, ist erhalten geblieben und man riecht, du riechst es, oder? Es riecht total heftig nach Hanf. Ja, das stimmt. Also es riecht eigentlich wie frisch vom... Jetzt schaut euch das einmal an. Schaut. So, und jetzt soll mir mal einer sagen, dass man Hanf nicht einfrieren kann. Wunderschön, finde ich. Und ich werde es mal dann riechen. Boah. Ganz ehrlich, wie frisch vom Feld. Ich probiere es einfach. Soll ich? Ja. Probiert mal hier so ein Hanfeis. Herrlich. Super. Ganz ehrlich, das ist genauso eigentlich wie mit Spinat. Natürlich, wenn das jetzt auftaut, dann werden die Blätter ein bisschen weich, das ist schon klar. Aber man könnte jetzt daraus ein wunderbares Pesto machen. Ihr seht, im gefrorenen Zustand kann man hier, seht ihr das? Zack, den Hanf super abzupfen, die Blüten. Die Blätter nehmen wir auch mit, den Stängel wollen wir jetzt nicht. So, schaut mal. Jetzt könnte ich hier aus dem geilen Zeug entweder einen Spinat machen, ne, einfach mit ein wenig Zwiebeln anspritzen, ein bisschen Knoblauch dazu, ein bisschen Sahne dazu, ja. Und schaut, also frischen Hanf, wenn ihr ihn frisch weiter verarbeiten wollt, eben nicht im getrockneten Zustand weiter verarbeiten wollt, lässt sich problemlos einfrieren und auftauen. Die Farbe bleibt erhalten. Schaut mal, das sieht wunderschön aus. Der ist ziemlich schnell eigentlich aufgetaut. Er riecht hervorragend nach Hanf. Selbst die Terpene sind noch erhalten. Das heißt, die Geruchsstoffe sind erhalten. Man riecht ihn. Und er riecht sehr intensiv. Fast wie frisch vom Feld. Geschmacklich ist er genau wie der Hanf vom Feld. 1:1, gibt es keinen Unterschied. Wie gesagt, das Einzige, was ich denke, was passieren wird jetzt, wenn... Obwohl, selbst das, ne? Schau mal, die Blätter, die sind jetzt... Klar, ne? Die hängen ein bisschen. Also logisch, die wurden ja eingefroren, aber... Das Zeug lässt sich super geil einfrieren. Jetzt schau doch mal rein, wie schön. Und da hat so ein Spinat gemacht, der Pesto. Der schmeckt wie frisch vom Feld. Ihr könnt es natürlich gefroren auch super zum Backen nehmen. Zum Backen kann man natürlich auch getrockneten Hanf nehmen, aber frischer Hanf hat halt einfach einen anderen Geschmack. Und ich mag ihn sehr frisch auch. Jetzt könnte man zum Beispiel die Blätter, wie gesagt, wenn er ganz frisch ist, kann man die Blätter für einen Salat nehmen. Ich meine, die würde ich jetzt nicht unbedingt für einen Salat nehmen, ne? Aber für Spinat, Pesto, solche Geschichten ist der Hanf noch ideal. Und somit haben wir, glaube ich, bewiesen, Hanf kann man einfrieren. An alle Kritiker, Hanf kann man einfrieren und wieder auftauen. Und es funktioniert. Bestimmt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir schließen das Thema Hanf ab. Mit dieser Folge ab. Ich denke, wir haben jetzt so ziemlich alles zum Hanf gezeigt, was man zeigen kann. Wenn ihr Fragen habt, ja, dann fragt einfach in den Kommentaren oder schreibt uns über unseren Instagram-Kanal, der Büffel kocht. Könnt ihr uns auch einfach Messages schreiben, ja, Nachrichten. Das ist überhaupt kein Problem. Wir antworten gerne, wir sind gerne für euch da. Wenn ihr Ideen habt, was wir euch zeigen sollen, nach wie vor, einfach auf den Kanal schreiben, unter irgendeinem Video, Kommentare. Wir lesen alles durch, wir versuchen immer zu antworten. Und bis bald. Tschüss!